So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen jetzt hier zum vierten Teil der Übertragung der 24 Stunden Della Saat hier auf sim-racing.org und übertragen von Simrace TV. Mein Name ist Lutz Enger und wir haben eine Hot Night hinter uns, eine heiße Nacht. Und ja, es war wirklich sehr, sehr spannend. Wir hatten diverse Restarts. Wenn man den einen mal ignoriert, der direkt nach einem Restart passierte mit einem Mismatch. Wir hatten einen Server-Crash und dann zwei Mismatches hintereinander auf dem Server. Sprich, da gab es Synchronisationsprobleme bei zwei Fahrern und das wiederum ist im Reglement so festgehalten, dass dann ein Server-Neustart erfolgen muss. Technische Gründe und das haben wir dann auch gemacht. Beim zweiten Mal haben wir dann den Server auch gewechselt und haben gesagt, okay, das lassen wir mal gut sein jetzt mit der Maschine. Wir gehen jetzt mal auf einen anderen Server. Und das hat dann natürlich ein bisschen gedauert. Aber im Großen und Ganzen die Teams hier alle sehr, sehr entspannt. Wir hatten dann ein paar Diskussionen wegen angeblicher Rückstände, nicht stimmender Runden, hat sich aber alles geklärt, war alles nicht so und wir konnten das belegen anhand unserer Logfiles, dass die Positionen richtig waren. Alles war gut oder ist gut und alle Teams, die gestern Nachmittag hier gestartet sind um 15:25 Uhr, werden heute um 15:30 Uhr das Ziel sehen. Also, ja, nee. Hoffentlich alle das Ziel sehen, aber sind momentan alle noch im Rennen. Alle 45 gestarteten Teams fahren hier noch. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Keiner aufgibt. Und ja, dahin, denke ich mal, sollte es keine größeren. Nee, sag ich nicht. Also wir freuen uns auf alles, was jetzt hier noch kommt. Und okay, die Restarts, die wir hatten, sind alle relativ schmerzfrei. Natürlich ist es so, dass das ein oder andere Team aus diesen Restarts einen Vorteil zieht oder einen Nachteil hat. Das ist nun mal einfach so. Das ist in der Realität nicht anders, wenn eine Full Course Yellow ist. Also da muss man sich, glaube ich, nicht so wirklich Gedanken drüber machen. Und ja, wenn wir mal schauen, was hier noch geht. Bevor wir hier jetzt uns wieder in irgendwelchen sinnlosen Diskussionen vergehen, irgendwelche Histörchen erzählen, machen wir einmal das komplette Ranking. Ich hoffe, das wird funktionieren hier. Momentan sind so gut wie keine. Oh Mann, Vortex ist schon wieder in der Box, der LMP1. Also es wäre mal echt nett, wenn da mal einer was sagen würde, was da los ist. Also, Notox Racing 1 führt das Ganze hier momentan an. In der LMP, in der schnellsten Klasse. Und natürlich die Gesamtwertung, logischerweise Platz 1. Auf der Position 2 haben wir das Team von Sim Racing PL. Lass mal gucken, ob das stimmt. Ja. Auf der Position 3 haben wir das Team von RML Racing. Auf der 4 das lange führende Team von OGC. Ja, jetzt sind sie natürlich gerade da, wo die Kamera am längsten stehen bleibt. Wollen wir mal gucken, ob das hier auch stimmt. Nee, das stimmt nicht. Das ist nicht das OGC-Auto. Genau, kann auch nicht, weil das ist nämlich hier. Da haben wir sie. Und jetzt natürlich auch genau auf diesem Stück. Ja, Glückwunsch. Aber da warten wir noch, bis die durchs Bild kommen. So, jetzt haben wir das Auto in ganzer Pracht gesehen. Und Top 5 komplettiert das Team von Federsport Poland LMP1. Das ist allerdings auch nicht das Team, oder? Doch, das ist er, der Kuba Brzezinski. Genau. So, in der P2-Klasse
spürt eigentlich seit Anbeginn das Team von Independent Simracer P2. David Putzke ist, glaube ich, auch den Löwenanteil der bisherigen Distanz gefahren. Auf der 2 dann All-Star Racing. LMP2 mit dem Jaroslav Krivac. Und auf der 3 das Team von Vortex Motorsport. Motorsports im LMP2. Momentan mit Thomas Batzke. Auf der 4 dahinter. Und ich habe es vorhin schon erwähnt. Sehr geile Leistung. Notox 2 mit Manuel Hähnel. Die sind auch zu zweit auf dem Auto. Das heißt, die fahren das 24-Stunden-Rennen mit zwei Mann. Alle Achtung. Und auf der 5. Position Dock Racing. Nee, das ist nicht die 5. Hier sind sie. Das Team Dock Racing momentan mit Stefan Bäumer im Auto. In der GT-Klasse führt auch seit ewigen Zeiten All-Star Racing. Da gab es am Anfang, so in den ersten Runden, hat man sich da so ein bisschen gebattelt. Mit den Alpha Racers, mit Gilles, mit ich weiß nicht wie viele Teams da, auch SimRacing for Holland hat schon Führungskilometer hier gefahren. Also da war das noch nicht alles so hundertprozentig klar, aber seit langer Zeit führen sie hier mit mindestens einer Runde Vorsprung vor Gilles Racing, die hier auf der Position 2 fahren. Und die, glaube ich, auch so ein bisschen den Preis, so es denn einen gäbe, für den besten Paint einheimsen würden. Das ist schon wirklich ein kleines Kunstwerk, was sie hier aufs Auto gemalt haben. Wir zeigen das nachher nochmal deutlicher. Also so wie es aussieht, wird Vortex das Auto wohl nicht wieder ins Rennen bringen. Vortex LMP1. Ja, wie gesagt, Gilles Racing hier auf der Position 3, auf der Position 2 in der GT-Klasse. Platz 3 geht momentan an die Escape Masters. Auch ein sehr, sehr auffälliger und gar nicht mal so schlecht gemachter Skin. Die Escape Masters, unser Team hier aus Russland. Simrace 3 ist auf Position hier in der Klasse. Und auf der 5. Position. Und das ist jetzt schon ein bisschen überraschend. Da weiß ich nicht so wirklich, was da passiert ist. Simracing for Holland. Waren. Uppala. Ich habe schon gedacht, die sind jetzt gar nicht mehr zu sehen. Genau. Simracing for Holland auf Position 5. Und da staune ich ein klein wenig, weil die hatten bis jetzt alle Positionen inne, die haben auch schon geführt, sind jetzt zuletzt, waren die eigentlich recht safe auf Position 3. Also keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber all das werden wir definitiv noch erfahren.
So, und wir machen jetzt hier, oder ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Das Plakat hier rechts bleibt vorerst unkommentiert. Ich denke, alle wissen, was passiert ist, und ja, da kann man nicht allzu viel zu sagen. Wir lassen es mal so stehen für das Päuschen. Fabio, Enders, das letzte Hommage an dich. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Hat jetzt einen kleinen Moment gedauert, aber wir sind dann wieder da. Und ja, wir gehen mal gucken, wo es gerade... Oh Mann, ich krieg einen Anfall hier. Da jetzt gerade eben irgendwo... Ich glaube, da muss ich auch nochmal eben in Support. Genau. Ja, das haben wir jetzt gerade schon gemacht. Ich habe gerade gehört, dass der Micha das auch machen wollte. So, und die RML hat das nächste. Und auch diese Strafe nehmen wir raus. Und dann haben wir das schon wieder ganz wunderbar gemacht. So, gehen wir mal wieder ein bisschen auf die Strecke und gucken, was da passiert ist. RML ist an der Box. Schauen wir mal, ob das auch so ist. Also zumindest werden sie da angezeigt und da stehen sie auch, das ist alles gut. Und sie stehen da zusammen mit SimRacing Forland. Und da werden wir jetzt auch gleich mal hingehen, weil das würde mich jetzt schon mal schwer interessieren. Ja, die verlieren jetzt noch einen Platz, sind jetzt wieder Fünfter. Also das waren sie vorher auch schon. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so ist. Ja, da kommen sie wieder raus. Und wer sitzt da jetzt im Auto? Fährt der Marcel jetzt noch weiter? Oh, 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 ja, Marcel, wir brauchen dich ganz dringend. So, und ich muss mal hoch in Support. Sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob der Micha mit den Jungs klarkommt da.
Da sind wir wieder zurück und ja, der Michael ist da oben ganz einsam in seinem Support-Channel. Das ist natürlich noch anstrengender als hier zu kommentieren, weil wenn du so gar nichts zu labern hast, dann ist das natürlich noch ermüdender oder wirst du noch schneller müde. Ja, wir werden sehen. So, wir gucken mal so ein bisschen ins Scoring, ob irgendwo, ja, da ist tatsächlich RML. Sollte, wir müssen mal schauen. Simracing PL, was waren da? Das ist immer leider nicht die letzte Runde. Simracing PL, da müssen wir noch warten. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie wesentlich langsamer als der Christian Lehmann sind, weil der fährt hier eine 3,28. Und ich glaube sogar, dass Simracing PL da gerade erst vorbeigegangen ist. Ich meine, die waren die ganze Zeit noch auf der 2. Ich bin mir da jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Weil Simracing PL. Ja. OGC ist zurückgefallen bis auf die 6. Position. Ja, und Simracing PL, RML war, glaube ich, auf Position 2. Ich bin mir jetzt aber gerade mal eben nicht so sicher, weil bei mir kommt jetzt auch so langsam die Müdigkeit und drückt gar fürchterlich auf die Augen. Aber wir werden das jetzt hier irgendwie durchstehen. So, genau. Jetzt haben wir eine Zeit von Federsport Poland. Und fahren hier 3,20er Zeiten und Simracing PL 3,25. Also RML ist da definitiv langsamer und der Abstand wird auch größer. So, wenn ich das hier richtig sehe. Was ist das für eine Zahl jetzt da unten? Ich gucke mal, ob das hier größer zu machen geht. Ja, das ist die 34. Allerdings nicht die Position, aber die stehen ganz normal in der Box. Und zwar ist das das Team von Airfactor News Pro Team mit Marcello Gutierrez. Und da ist alles eigentlich noch im grünen Bereich. Die haben nur, ja, wahrscheinlich unglaublich viel Pech gehabt. Und auf der 44. Position unterwegs. Und ich glaube, wir sollten auch mal. Jungs von der VRL zeigen, die hier fahren. Genau, dass auch die mal in den Genuss kommen, hier gezeigt zu werden. Da ist momentan der Tim Fanny am Steuer. Die Jungs aus Belgien. Also, die leider Gottes ziemlich viel Pech hatten im Rennen und momentan die rote Laterne durch die Gegend fahren. Aber gut, irgendwann muss hier Letzter werden. Das geht nun mal nicht anders. Und sie haben in der Klasse insgesamt 10 Runden Rückstand. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir noch schon anderes gesehen. 60, 70 Runden Rückstand. In den vergangenen Jahren. Die Herrschaften von Airfactor News Pro Team sind auch wieder draußen.
Ja, so sieht das aus. Sorry, wenn ich momentan nicht ganz so gesprächig bin, aber gerade so ziemlich, glaube ich, die schwerste Zeit für einen Moderator in einem 24-Stunden-Rennen. Das wird sich jetzt noch so bis 7, 8 Uhr hinziehen. Mal gucken, wer dann hier kommt und mich mal für ein, zwei Stündchen ablöst. Ob das möglich ist, aber gut, wenn nicht, ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Hallo Lutz. Hallo Edgar, Hallo. Mensch. Ich habe gerade gehört, du bist etwas müde. Da dachte ich mir, ich schaue mal kurz vorbei. Ja, das ist eine super gute Idee. Das freut mich sehr. Und ich muss auf alle Fälle noch mindestens 3 Stunden 25 warten, bis wir den nächsten Break im Livestream machen. Okay. Und ja, der Hoffnung, dass bis dahin dann irgendjemand kommt, der das hier mal ein bisschen übernimmt. Edgar, RSA, jetzt mal so ein bisschen bösen Unfall gehabt und dadurch ziemlich weit zurückgefallen. Momentan auf Platz 15 in der Klasse im GT-Team. Das ist sicherlich nicht so ganz das, was ihr euch als Ziel gesetzt hattet, oder? Nee, haben wir uns nicht. Aber unser Ziel war jetzt mal kennenlernen. Also da die Herzig-Brüder sind das erste Mal dabei bei so einem Event, um das wirklich mal kennenzulernen. Für mich ist es ja nicht das erste Mal. Okay, der Unfall gleich erstens den von Enrico hat uns sicher 12 bis 15 Minuten was gekostet. Aber wir sind zufrieden. Wir haben jetzt gute Pace gehabt. Ich war davor, glaube ich, auch nicht so schlecht unterwegs in der Nacht. Mit 3,52,4 bin ich sehr zufrieden. Es hat gepasst. Okay, na das ist ja erstmal schön zu hören. Das LMP2-Team, ich weiß nicht, weißt du da überhaupt was drüber? Redet ihr miteinander? Naja, ganz wenig. Also wir konzentrieren uns wirklich, wir sind sehr konzentriert, wir sind meistens alleine im Channel. Nur wenn irgendwas ist, eben der zweite, der ist abgeschalten, mehr oder weniger. Wenn was ist, unterstützt er dich sofort mit irgendwelchen, aber sonst sind wir alleine. Außer die Pause, die konnten wir nutzen, eben Ja. wo gewechselt wurde, da haben wir kurz nachgefragt und die haben gesagt, ja, läuft alles, geht in Ordnung, passt, ist Ja, gut so. ja, ja. Also Aber sind wir Platz auch 5 zufrieden. fürs LMP-Team ist, glaube Ist gut, in der glaube Range, ich. ja. Also Ja, und jetzt ist das. der Christian unterwegs, was ich gesehen habe. Ja. Auch noch der Schnellere von denen. Also ich glaube mal, es passt schon so. Also ich denke mir, es ist fürs erste Mal, dass wir unter RSA, glaube ich, hier starten. Sind wir jetzt zufrieden? Können wir zufrieden sein? Also letzte Rundenzeit war tatsächlich bis auf die führenden Independent Sim Racer mit der Björn Schulz, der da momentan fährt, war es die zweitschnellste Rundenzeit in der letzten Runde in der Klasse. Also von daher, da kann man schon sehr zufrieden sein. Ich meine, das war jetzt ist jetzt auch nicht völlig überraschend. Ich meine, wir wissen das, aber die Konkurrenten vielleicht nicht so sehr. Ja, hi Und Lutz. hi. Hi Hi Dirk, Dirk. Mensch, jetzt wird's rund hier. Jetzt machen Ja, wir ich habe es hier. gerade gehört im Stream. Deswegen Ja, dachte ich, dachte ich ich komme so. ganz hoch. Na klar, immer her mit den ganzen Ja, weil Sauerhaufen. wegen Infos. Also ja, bei uns läuft es echt top. Also das ist Ja. genauso wie geplant. Also Ja. Und ja, Platz 5 ist im Christian. Prinzip auch das so mehr oder weniger. Pff, ich meine, gut, Ziel setzen beim 24-Stunden-Rennen ist immer schwer, vor allem wenn man das erste Mal fährt. Ich meine, du, für dich ist es ja, du weiß Gott, nicht das erste Mal, aber ja, mit der Performance, man wusste ja. Hattet ihr in den Testrennen bzw. in den Quali-Rennen schon ungefähr so eine Ahnung, wo ihr leistungsmäßig steht? Nee. Also ich sage ja, für uns ist P5 echt top. Also ich sage jetzt mal auch mit dem Porsche, das ist schon, läuft echt super, muss ich Ja. sagen. Aber der Christian, der brennt. Ja, ja, Das ja, ist ja, echt ja, krass. ja, ja, ja. Der ist ja top, der ist echt heiß. Also Ja. das läuft einwandfrei. Also eigentlich so hat man es uns vorgestellt. Wir ziehen jetzt auch einfach mal unsere Taktik da durch, die wir uns ausgedacht haben, und es funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Ja, das Also es ist. wird halt so der Kampf um P5, nicht so. Ja. Ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich meine, gut, Dog Racing ist hinter euch, der Olaf. Ich meine, ihr kennt euch alle richtig gut und ihr habt 20 Sekunden Rückstand. Nee, das stimmt nicht. Das ist ja auf dies. Auf TerraCap, auf das LMP1-Team. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie das hier in der Ja, Klasse ist. wir 11 sind Sekunden jetzt so sehe ich hier. 45 Sekunden vor Dog Racing Elf und Sekunden Rückstand, ja. ja, mal gucken, was noch so Ja. kommt. Aber wie gesagt, wenn wir die Position halten, dann sind wir sehr glücklich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dafür, dass ja auch für den Christian das das erste Mal ist, dass er hier im 24-Stunden-Rennen fährt. Ja, ich vermute mal, den sehen wir dann noch öfter, oder?
Ja, ganz bestimmt. Das heißt, den musste man nach dem ersten 4-Stunden-Stint quasi das Lenkrad aus der Hand reißen. Genau. Der wollte es gar nicht loswerden. Ja, also das kann ich. Ist schon mächtig, ja. Habt ihr denn eigentlich so euch eine Folge beim Fahrerwechsel festgelegt oder entscheidet ihr immer spontan, wer jetzt fährt? Nein, das steht alles. Also wir haben in der Dropbox so eine Excel-Tabelle, die sich ständig verändert, ja. Damit jeder weiß, wann er dran ist und so. Also ja. Und auch immer mit Backup. Und also wir sind da eigentlich schon ziemlich konzentriert, was das angeht und gucken, was die Reifen machen und ständig diskutiert, was, wie, wo, wann am besten ist. Ja, dann kann ich euch ja mit nach Dänemark nehmen im Oktober, oder? Ja. Hört sich gut an. Ja. Nee. Ja, okay, ich gehe wieder runter, weil er ist alleine. Ja. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, ich im Stream gehört. Ich sehe auch gerade, ich muss in Support. Ja, okay. Alles klar, also Edgar und okay. Dirk, Edgar, euch natürlich noch ein bisschen nach vorne kommen und Dirk, sage ich einfach schon mal Glückwunsch zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ja, die Zeit sieht echt gut aus, Dankeschön. Und ja. Alles klar. Viel Glück noch, Dirk. Jo, okay. Auch so, gell? Ja, danke, tschüss. Bis dann, tschüss. Ja. So, wir sind wieder zurück. Ja, die Jungs von Escape Masters haben ein Problem, die können momentan nicht wechseln. Und höchstwahrscheinlich müssen sie Escape drücken. Und der CRI Pagonia versucht jetzt noch irgendwie das Auto zu begeben an anderen Fahrer, aber vermutlich wird das nicht funktionieren. Also wir werden sehen, was da das entwickelt, ob die Jungs jetzt tatsächlich Escape drücken oder nicht. Wir werden uns das mal jetzt so ein bisschen anschauen. Da sind sie. Da ist auch noch der
Sierai im Auto. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon im Auto ist, aber irgendwie muss es wohl doch wehtun mittlerweile. Und es ist ja auch nicht möglich, dass er jetzt den Rest der Zeit fährt. Wir haben es jetzt 5:30, also der müsste jetzt noch 10 Stunden fahren. Das, denke ich mal, wird wohl eher nichts. So, ich glaube, der Micha Schlaps braucht mich kurz. Ich bin sofort wieder da. Ja, was denn jetzt? Jetzt ist er wieder weg. Ach nee, da oben ist er. Thank you.
So, ihr Lieben, meine Güte, das ist wirklich anstrengend hier heute. Und jetzt muss man tatsächlich mal wieder schauen. Also ich hoffe, dass der Marcel jetzt mal irgendwann seinen Megastint beendet und uns hier das Plugin wieder gerade biegt. Weil
Der gute Micha da oben, der würde ganz gerne auch mal eine Runde pennen gehen, kann der aber nicht, weil der permanent die Strafen wieder rausnehmen muss, die das Plugin hier unberechtigt vergibt. Also wollen wir hoffen, dass das jetzt irgendwie ja, jetzt funktionieren wird. Aber wie ich es vorhin schon sagte, selten war ich um diese Zeit so fit wie heute. Ja. Und ja, wir haben ein tolles Rennen, bis auf die paar Abbrüche heute Nacht, die so kurz hintereinander kamen, seitdem wir jetzt auf den neuen Server gewechselt haben. Läuft's. Bleibt zu hoffen, dass es auch weiterhin so läuft. Und machen wir mal, ja, bevor wir kurz Ranking machen, verlasse ich euch nochmal für 2 Minuten und dann gucken wir uns das ganze Geschehen hier auf der Strecke mal ein bisschen detaillierter an. Und ja, also bis gleich. Jetzt war ich so lange weg, da kommt es jetzt auf die Minute auch nicht mehr an. Also bis gleich. So, wenigstens haben wir hier schönes Sehen in der Kamera und das Auto fährt nach wie vor. Also, jetzt müssen wir mal schauen, wer da drin ist. Immer noch der Sierrei. Also, ich hoffe, die kriegen es irgendwie gebacken. Ansonsten muss der arme Junge jetzt 10 Stunden fahren hier. Ich habe keine Ahnung, wie die das lösen wollen. Je früher sie die Zeitstrafe nehmen, desto besser wird es sein. Wir gucken mal, wer ist hier. Andreas Rorschach, das geht gegen die Independent Sim Racer. Da gibt es eine kurze Lichthupe und dann lässt er ihn auch problemlos passieren. Das ist auch soweit völlig okay. Weil der Andreas fährt auf Gesamtposition 13 und der muss ich erstmal schauen, wo der. Oh, da ist schon wieder jemand im Support, also gehe ich da schon mal eben mal wieder hin. Und, genau. Also diese Strafen, die da oben erscheinen, die müsst ihr nicht ernst nehmen. Alles ist. Also. Der gute Siegerei Pagonia ist auf Platz 4 der Gesamtwertung, der Andreas Rorschach, wie eben
schon gesagt, auf Platz 13. Also das war ein klassisches Überrundungsmanöver. Und das hat der Andreas auch brav über sich ergehen lassen. Und naja, das war auch nicht anders zu erwarten, dass er da brandsbrav ist. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Ja, wie gesagt, wir haben ein Team, das das Rennen aufgegeben hat. Vortex Motorsport LMP1 ist sehr, sehr schade. Aber ich glaube, der Tim Brockmeier hatte wohl insgesamt sehr viele Probleme. Also das ging schon relativ zeitig los. Und irgendwann hat man gesagt, okay, das bringt jetzt hier alles nichts mehr. Wir stellen das Auto ab und ja, dann ist es so. Also ein Team von den 45 gestarteten ist jetzt ausgefallen. Ja, das ist sehr, sehr schade, aber mein Gott. Ich hoffe, dass ihr das begonnene Twittern etwas fortsetzt und da ein bisschen paar Infos da rüber schiebt. Ich, wie gesagt, habe da irgendwie jetzt keinen Nerv mehr dafür im Moment. So, jetzt haben wir den aber lange genug gezeigt hier. Jetzt gehen wir mal wieder irgendwo dahin, wo es ein bisschen spannender zur Sache geht. Ich wundere mich eigentlich sowieso, dass ich so wenig Hinweise bekomme, wo es hier gerade spannend ist. Liegt vielleicht daran, dass es nicht ganz so spannend ist. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal auf die Position 9 der P1-Klasse, weil der Gute fährt irgendwie auf, also Gesamtposition 11, das ist MSR2 Motorsport mit dem Marco Antonio. Und der fährt hier irgendwie in Richtung German Racers, Christoph Spiller. Was ich mir allerdings kaum vorstellen kann, weil er 2 Sekunden langsamer pro Runde, zumindest in der letzten Runde war. Und genau, da geht es auch noch ein bisschen hin, weil der an das All-Star LMP2-Team jetzt ranfährt. Und das wird er natürlich überholen, weil er ist in der schnelleren Klasse. Da kam der Zeitabstand zustande. Ja, so ganz so zügig geht das aber nicht. Da hat er schon noch ein bisschen zu tun. Aber wir haben ja schon verschiedentlich gehört, dass die LMP2 unheimlich spät bremsen können. Naja, aber in den Kurvengeschwindigkeiten sollte der LMP1 schon noch ein bisschen besser gehen. Im Topspeed natürlich auch. Ja, jetzt ist er da richtig dran und ich denke mal, auf dem zweiten Teil der Mozan Straight wird er wohl dann irgendwie vorbeikommen vor der zweiten Schikane. Naja, das könnte noch eng werden. Na, jetzt passt es, ja. Jetzt passt es. Und zwar gut. Wie gesagt, im Topspeed ist der LMP1 natürlich schon noch deutlich überlegen. Aber wir sehen es hier in den Kurvengeschwindigkeiten. Ja, das würde ich mal gar nicht so sehen. Da geht der LMP2 aber mal deutlich besser durch. Aber jetzt beim Rausbeschleunigen natürlich Power des P1 hier überlegen. Thank you.
Ja, nicht schlecht das Ganze, was wir heute hier erleben. Gerade mal die Zahlen von Freitag hier bekommen von Daily Motion und das Qualifying haben immerhin 770 Leute gesehen. Also einzigartig. Das finde ich schon mal ganz ordentlich. Genau. So. Das haben wir jetzt gesehen. Ja, da haben wir unsere Pechvögel vom Team OGZ. Ja, so zur Überraschung aller und zur Freude aller, so lange das Rennen angeführt haben. Ja, nun ist es nicht mehr so. Wir werden sehen, was passiert. Wo sie am Ende landen, ob es noch für einen Podestplatz reicht oder nicht. Aber sie haben da halt harte Konkurrenz. Und jetzt laufen sie ja, glaube ich, auf Ace Racing, wenn ich mich da nicht schwer täusche. Ja, das ist der Martin Stöllinger, der da am Steuer ist. Das ist ein direkter Zweikampf. Nikolai Essig gegen Martin Stöllinger. Und da geht es um die sechste Position. Und wir gucken mal direkt, wer da noch dahinter fährt. Ah, Benteo. Das ist aber ein P2. Genau, von den Alpha Racers. Das ist der letztplatzierte P2. Rafael Venteo. Ich weiß nicht, ob jetzt hier schon der Angriff kommt. Nee, das ist, glaube ich, noch ein Stück zu weit weg. Ich denke mal, da wird er auch nicht so wirklich mit der Brechstange vorbei wollen. Das ist dann eher kontraproduktiv. Ja, tolle Sache. So, ich höre, da oben ist wieder mal ein bisschen Support gefragt. Ich bin da mal ganz kurz wieder oben.
So, das passiert, wenn hier alles runter und drüber läuft. Ich habe jetzt tatsächlich einen Fehler gemacht. Und ich habe jetzt den Alpha Racers ET, Alpha Racer, den Extreme Factor GT eine Strafe rausgenommen. Das LMP-Team hatte eine Drive-Through-Penalty, die wir alle löschen. Ich habe die Escape-Strafe, die Time-Penalty für das GT-Team entfernt. Das müssen wir, ja, haben wir jetzt notiert. Also da müssen wir irgendwas machen. Ich muss gucken, wie viel dann insgesamt da schon abgesessen war. Ob die dann noch eine Runde draufkriegen oder nicht, das muss ich dann gucken. Kann auch sein, dass die Strafe schon so gut wie um war. Marcel, wir brauchen dich. Ich gehe mal davon aus, dass in dem englisch-spanischen Channel da momentan niemand ist, deswegen ziehe ich mir das mal jetzt hier mit rein. Genau. Oh. Jetzt habe ich dem Polen das geklaut. Ja, welcome here also the German Channel for the Spanish and English spectators. Please, I hope you can understand that we can't provide a broadcast for the whole 24 hours, and so we will make the comments now in German here on this channel too, and yeah, if the guys comes back from the Spanish or English stream, so you will hear that. I think so. Genau. So, genau. Wir sind also jetzt zu hören auf Channel 6 und 7. Das wird sicherlich jetzt nicht so ganz so einfach werden, weil wir dann hinterher mit den Aufzeichnungen ein bisschen durcheinander kommen. Aber das soll uns jetzt nicht so wahnsinnig aus der Ruhe bringen. Die beiden hier sind nach wie vor im Fight um die sechste Position. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Das hilft uns so ein bisschen wach zu bleiben. Hoffe ich jedenfalls mehr. Und ich muss immer mal nach den Penalties gucken. So zwischendurch. Und ja, muss die Waffen clearen hier. So, und dann können wir uns wieder dem normalen Scoring zuwenden. Wir müssten mal schauen, was das jetzt hier mit dem Team SKS SSR Motorsport auf sich hat. Die sind auf der letzten Position der LMP1 und die stehen aber ganz normal in der... Hä? Oh, die haben Disconnect. Stehen in der Garage. Richtig, die haben Escape gedrückt. Oh, und die haben fast Worst Case hier. 8 Minuten 40 müssen die Jungs warten. Eieiei. So, gucken wir mal bei Allstar, was da passiert ist. Drive-Through Penalty, da, die müssen sie nicht absitzen. Da sollen sie mal schön fahren. Und KRS SSR hat auch, achso, die hat man ja gerade, genau, die haben Escape gedrückt und Vortex Motorsports LMP1, die sind raus tatsächlich.
Genau. So. Jetzt geht's aber hier weiter. Mal wieder auf die Strecke. Und da sind wir hier bei Ferran Grau. Uiuiuiui. Da draußen regnet es richtig doll. Meine Güte, wollen wir mal hoffen, dass da die Welt nicht untergeht. Also falls ihr mich gurgeln hört, sagt mir bitte Bescheid, ja? So, es ist überall wieder hell. Also auch in Deutschland ist es hell. Hier ist es zumindest so hell oder noch so dunkel, dass einige hier noch mit Licht fahren. Und wir gucken jetzt mal so the general overlook. Ja, Notox führt vor Simracing PL und Federsport Poland. Das ist erstmal das Ranking in der P1-Klasse. Da geht aber noch einiges. Da geht wirklich noch einiges. RML mit Christian Lehmann. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon fährt. Ich glaube, der hatte nur eine relativ kurze Unterbrechung. Aber alles gut. Die sind unterwegs. Dann Comunidad JDT auf der 5. Team OGC auf der 6. Auf der 7. Ace Racing LMP auf der 8. German Races LMP auf der 9. MSF 2 Motorsport P1 auf der 10. Extreme Factor LMP auf der 11. BUD Multigaming e.V. auf der 12 TerraCut Motorsports und auf der 13 KRS SSR Motorsport, auf der 14 ausgefallen Vortex Motorsports. Das war die LMP1 Klasse. In der LMP2 Klasse sieht es aus, eigentlich unverändert aus. Independent Simracer P2 auf der ersten Position, All-Star Racing LMP2 auf der zweiten Position. Auf der Position 3 Vortex Motorsports, 4 für Notox Racing P2, 5 für RSR Project LMP2. Doc Racing ist auf der 6, Extreme Races Endurance Team auf der 7, auf der 8 Sim Racing PL Raceboard. Und wenn ich das richtig sehe, haben die hier gerade einen Positionswechsel gehabt. Das sieht mir aber aus, ja, das ist wohl dann an der Box passiert. Oder? Wenn dahinter der Sascha Steinbrink fährt, genau, dann war das hier gerade ein Positionswechsel. Also, Sim Racing PL Raceboard ist vorbei an German Racers LMP2. So, dann wird, da gibt es auf Platz 10 das Team von Simsync Pro, auf 11 Witchwood P2, auf 12 MSF 2 Motorsport P2 und auf der 13 die Alpha Racers LMP2. Ja. Kommen wir zur GTE-Klasse, der größten Klasse hier im Feld. Auf Position 1 All-Star Racing Team GTE, gefolgt von Gillis Racing Team GTE. Auf der 3 Escape Masters, auf der 4 Simrace 3, auf der 5 Simracing for Holland, auf der 6 Pulse RFDT Motorsport, auf der, nee, das war der 6. genau, auf der 7 Alpha Racers, auf der 8 ORM Corso, momentan in der Box, auf der 9 Witchwood, auf der 10 KSM Racing, auf der 11 Extreme Factor GT, auf der 12 Federsport Poland GTE, ebenfalls gerade in der Box, Independent Simracer GTE, auf der 13, auf der 14 Team OGC GT, RSA Project 24 GTE ist auf Position 15, auf der 16 R-Factor News Pro Team und auf der 16, genau, und auf der 17 GT Racing aus Spanien, genau, und die VRL auf Platz 18 in der GT-Klasse. So sieht das da momentan aus. Also von gestarteten 45 Teams sind noch 44 im Rennen. Das hoffen wir jetzt jedenfalls mal so. So, und wir müssen hier mal wieder Drive-Thru-Penalties löschen. Bye.
I don't know if Spanish or English speaking spectators watch the stream here. For the team leaders, if you see a penalty speeding in the pit lane in your history, don't go in the pit. Please wait. We will resolve this penalty in the admin panel. Please don't go in the pit if the reason is the penalty in your scoring board. So. Also, nee, das können wir gar nicht machen, fällt mir gerade ein. Machen wir hier mal was anderes. Also, nee, das kann man schon so tun. Erstmal diese blöden Fähnchen hier ausmachen. Und dann gehen wir mal auf das eigene Fahrzeug und suchen uns mal hier eine schöne Position. Gut, das lassen wir jetzt hier mal so stehen im englisch-spanischen Stream. Wir sind hier. Ja, ich hoffe, die letzten Herrschaften haben das jetzt mitgekriegt, dass sie diese Strafen nicht absitzen müssen. Also ich hoffe es jedenfalls. Und ich hoffe, dass der Marcel jetzt mal irgendwann seinen Stint beendet und wir das hier irgendwie in die Reihe kriegen. Das ist wirklich anstrengend. Ja, momentan macht das hier, ist das tatsächlich ein bisschen schwierig alles. So, das Team Vortex Motorsport LMP1 ist jetzt am Ende der Liste angekommen. Und ja, also das ist jetzt dann doch so, dass wir jetzt hier den Überblick so weit haben, dass es hier zu keinen weiteren Verwirrungen kommt, weil da noch irgendein Team nach hinten durchgereicht wird. Was man doch immer irgendwie noch auf der Liste hat. So. Hä? So komische Sachen hier mit mir. Ah, jetzt funktioniert es. So.
Ach, liebe Freunde, es ist doch immer wieder schön, wenn man so um die Uhrzeit hier sitzen darf und so ein bisschen ins Leere spricht. So, wen haben wir denn heute noch gar nicht so wirklich gezeigt? GT Racing zum Beispiel. Da gehen wir mal hin. Genau. Die Jungs sollten doch auch mal vernünftig im Bild sein. So, was wir aber jetzt tatsächlich noch nebenher tun können, ist, dass wir das hier mal so ein bisschen laufen. Es kann sein, dass es jetzt ein klein wenig ruckelt. Aber das soll euch nicht weiter stören, weil so viele Zuschauer werden wir jetzt im Moment nicht haben. Aber wir werden hier jetzt mal noch das nächste Video hochladen. Also auf Dailymotion sollten eigentlich die ersten beiden Teile bereits zu sehen sein. Was? Keine Internetverbindung? Hm. Das halte ich für ein Gerücht. Also, geht doch. So, jetzt lädt er auch hoch. So, es wird jetzt wirklich ziemlich ruckeln, weil ich muss mal das R-Faktor minimieren hier auf dem Broadcast-PC, damit ich hier arbeiten kann. Oh. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt klappt hier. Ah, Mist. Ja, auch von den polnischen Freunden sind da schon einige Sachen hochgeladen. Und wir sind mal gespannt, ob die... Ja, ich würde jetzt hier gerne mal reinklicken. So, wunderbar. Jetzt funktioniert's. Muss das Ganze nur noch mal ein bisschen ja, schneller funktionieren. Dann ist der Upload schneller da, als ich hier Metadaten ausfüllen kann. Ich glaube, wir haben gerade Mördergeruckel da. Oder?
So, jetzt sollte es in Kürze wieder vernünftig laufen. Hoffe ich mal. Das Geruckel auch aufhören, obwohl das sieht eigentlich ganz gut aus. So, das Team von MSR2 Motorsport musste Escape drücken, haben eine Strafe von 5 Minuten und 2 Sekunden erhalten. Und sind aber auch schon wieder draußen, glaube ich. Genau, also es ist definitiv so. Ja, ich weiß, dass er, Danny, einfach mal zuhören, was ich erzähle. Ja, ich habe einen Upload gemacht. Der sollte jetzt wieder normal laufen. Das R-Faktor war im Hintergrund und dann ruckelt das natürlich. Ich hatte es aber vorher gesagt. Genau. So, jetzt müssen wir mal hier langsam wieder irgendwie auf die Strecke kommen. Haben wir jetzt so ein bisschen versäumt. Und ich hoffe mal, dass man jetzt hier irgendwann mal wieder ein paar schöne Fights so langsam sich entwickeln oder wir die sehen können, da zuschauen können. Ace Racing LMP. Wenn ich das richtig sehe, und da gehen wir jetzt auch tatsächlich mal hin. Genau. Die fighten hier mit, das ist aber ein LMP. Hä? Carlos Gabriel Vasquez. Das kann nicht deren Gegner gewesen sein, sondern die fahren gegen OGZ, also OGZ ist irgendwann da vorbeigekommen und der Abstand ist jetzt auch nicht wirklich Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, 5 Sekunden. Okay, jetzt hat sich's hier eingepegelt, jetzt habe ich hier vernünftige Anzeige. Also OGZ ist zurück auf dem 6. Platz. Und Ace Racing auf 7. Frage ist halt, was geht bei OGC noch? Der Nikolai Essig fährt jetzt wieder. Oder was heißt fährt jetzt wieder? Der fährt schon eine ganze Weile wieder. Und naja, wollen wir mal gucken. Notox P2 jetzt an der Box. Schauen wir da mal hin, dass alles sauber läuft. Das läuft eher sauber. Da haben wir Raphael Venteo vor und da haben wir Markus Erbe dahinter. Oh, der Ferran Kraus schreibt mir hier irgendwas. Ah, okay. Ich muss in Support. Bin gleich wieder da. Thank you.
okay, jetzt haben wir das auch mit Witchwood dann noch erklärt, was da passiert ist. Ja. Ja, Markus Erbe eben mit einem schönen Ausflug hier in der Mulsanne-Kurve, einfach mal stumpf geradeaus gefahren. Markus Streichel zu helfen. Also notfalls, man kann es den Jungs echt nicht nicht verdenken, weil die fahren zu zweit hier. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, so ein 24-Stunden-Rennen zu zweit zu absolvieren. Keiner dieser Fahrer fährt so lang, dass der andere da ausreichend Schlaf finden könnte. Er muss ja auch noch spotten. Also sie brauchen auch noch einen Spotter. Und dann haben sie natürlich ein Riesenproblem, wenn sie da ja die ganze Zeit komplett wach sind. Und von daher absolute Hochachtung vor der Leistung. Sie sind nach wie vor auf Platz 4 im Klassement. Und ja, das ist natürlich eine ziemlich coole Nummer alles. Ich glaube, das ist auch das eine der besten Platzierungen für Notox 2. Ja, hier ist natürlich richtig was los, wie man gerade so sieht. Wir sind hier bei Stefan Bäumer bei Dock Racing, der jetzt hier sich durch dieses Gewusel von GT-Autos wühlt. Ja, nicht schlecht. Upsala! War das? Das war doch ziemlich laggy und ich hoffe mal, dass da jetzt nicht noch irgendein Restart passiert. Micha Schlaps ist Racing. Das heißt, der sitzt in seinem schön warm, weichen, kuscheligen Cockpit und fährt da seine Runden. Ach so, nee, Jaro fährt. Genau. Okay, jetzt scheint es erstmal. Ah doch, es hat schon noch ein paar Strafen gegeben. Der Micha fixt die gerade. Micha, wenn du mich hörst, wenn du dann nicht mehr die Strafen rausnimmst, dann sag mir bitte Bescheid. Nicht, dass das irgendwie hier eskaliert. Ganze. Weil ich glaube, da sind schon einige Teams auch an die Box gefahren und haben ihre Strafe abgesessen. Das glaube, hoffe ich mal weniger, mein lieber Micha. So, gucken wir mal auf die Position. Eieiei, was ist das jetzt wieder für eine Position? Ah, okay. Versuchen wir mal, da jemand ins Bild zu kriegen. Oh, das ist dann wohl ein Disconnect. Ach nee, dann doch nicht. Extreme Races Endurance Team. Gucken wir mal, ob wir das
jetzt so hinkriegen. Die sollten in der Box sein. Und da sind sie auch, aber leider stehen sie in der Garage, würde ich meinen. Genau. Das ist natürlich bitter. Ja. Gucken wir mal, haben die einen Ping? Ja, da sitzt der Juan Hernandez drin und wartet darauf, dass er seine Strafe absitzen kann. Abgesessen hat. Ja, und da haben wir wieder mal das Auto von Simsing Pro. Egal, was die aufs Auto malen, allein mit ihren weiß-gelb-blauen Farben weiß man immer sofort, Simsing Pro. Also sehr geschickt gemacht, auch wenn das halbe Auto rot und schwarz und weiß ich nicht was ist, irgendwie fällt es immer auf. Ach man, ey, jetzt hört doch mal auf, uns hier wegen der Strafen anzuwerfen. Wir haben es dann jetzt 100.000 Mal gesagt, ihr habt keine Strafe. Wir nehmen die wieder raus. So. Ja, schöne Bilder. Jede Menge Autos in der Kamera. Aber die große Auflösung haben wir dann so ab heute Mittag, so ab, ja, ich würde mal sagen, so 14 Uhr wird spannend. Nee, schon ein bisschen eher, so 13:30. Da können wir dann schon langsam anfangen und können ein bisschen rumspekulieren. Ja, und so ist das. Das ist natürlich... Oh, riskiert er das? Das wäre wirklich absolut... Ja, hier kann er es jetzt machen und da lässt, gibt der Richter auch die Lichthupe, sodass er da vorbei kann. Ah ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen überzogen, da so zu drängeln, wenn man anschließend die Box will. Ich meine, klar geht es hier mehr oder weniger um jede Sekunde. Dafür fährt man Rennen, aber da kann man schon auch mal ein bisschen gucken. Also, sorry, Leute. Oh, was sehe ich hier? Da sagt auch keiner was. Aber wenn der Stream ruckelt, da kriege ich irgendwelche Nachrichten. Echt unglaublich. So, sorry für das. Mann, das ist aber auch wirklich nicht einfach hier. Okay, jetzt haben wir da so eine Linie drin. Das lasse ich jetzt so, bevor ich mir das hier wieder hingefummelt habe. Also, ich denke mal, das ist erträglich. Oder ist es nicht erträglich? Naja. Mal. Na, also, geht doch. Wenn man will, geht alles.
Genau. So. Nikolai Essig gegen Micha Betz. LMP1 gegen LMP2. Und OGC bzw. OGC gegen Simsim Pro. Das, wie das ausgeht, das war jetzt nicht schwer zu erraten. Ja, was soll man sagen? Ja, Sim Racing for Holland immer noch mit Marcel Offermanns am Steuer. Das ist jetzt schon seit dem Restart so. Sprich, da können wir das ziemlich genau sagen. Seit 3 Stunden 43. Ja, und wir haben noch 8,75 Stunden zu fahren hier. Also, naja, es wird ziemlich genau halb 4 werden. Also, wenn hier nichts mehr vorfällt, dann passt das alles, mehr oder weniger. So, Ace Racing jetzt wieder mit einem Boxenstopp. Regulär. Ah, die stehen jetzt aber ziemlich lange. Und da stehen ja hinten noch ein paar mehr. Hasniki. Und wer kommt hier noch gefahren? Das ist Ivanov. Für Witchwood. So, jetzt kommt Pasniki aus der Box. Oh, und das ist ganz, ganz eng hier. Aber Pasniki fährt auf Position 2 und Stöllinger auf Position 7. 2 Runden Rückstand. Wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen für Ace Racing, sich hier gegenüber Sim Racing PL zurückzurunden. Liebe Freunde, was ich jetzt tatsächlich machen werde, ist, es ist jetzt nicht abzusehen, dass hier irgendjemand kommt. Ich muss aber dringend irgendwie mal duschen und muss irgendwas essen. Würde jetzt mal so für 10 Minuten, Viertelstunde den Stream verlassen und uns wieder eine schöne Stelle hier irgendwo. Gucken, was wir hier so finden. Indianapolis wäre ja nicht schlecht, wenn sie ein bisschen besser einsehbar wäre. Ja, ich hab's geahnt. Wenn ich kurz Pause machen will, kommt da irgendjemand und braucht Support. Ich bin da mal eben oben und wir hören uns dann später wieder.
the bass, I feel the music in the place.
So, ladies and gentlemen. Ja, ich bin jetzt erstmal wieder hier. Genau, das funktioniert sogar. Warum die Musik dann hier nicht auf dem englischen Stream, englisch-spanischen Stream nicht läuft, weiß ich nicht. Machen wir jetzt auch nicht so das Drama. Tatsächlich Schlimmeres. Und ja, also momentan, Micha säuft hier fleißig weiter Strafen, die ungerechtfertigt vergeben werden. Also bitte nochmal an alle Teams, wenn ihr ein Speedy in der Pitlane bekommt, bitte macht nichts, fahrt einfach weiter. Ihr bringt das dann in Ordnung. So. Schauen wir mal, wie es hier jetzt grundsätzlich aussieht. Und das ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich meinen. Genau. Gehen wir mal gucken nach dem führenden LMP-Team. Das ist Notox Racing 1 mit Sebastian Röhn am Steuer vor dem zweitplatzierten Team von Sim Racing PL mit Massi, Maciek und Sneaky. Dann haben wir Federsport Poland auf der. Federsport Poland mit Jimmy Dion auf Position 3. In der P2-Klasse hat sich überhaupt gar nichts geändert. Da fährt nach wie vor oder fahren nach wie vor die Jungs von Independent Sim Racer P2 momentan mit Sven Hesse am Steuer auf der ersten Position. Das tun die schon vom Start an. Also ziemlich coole Leistung, was die Jungs hier abliefern. Auf der 2 das Team von All-Star Racing E2. Da haben wir sie. Und da fährt momentan der Jaro Rübertsch. Der Position 3, auch das seit langer Zeit unverändert, Vortex Motorsports LMP 2. Hier will es nur als Vortex Motorsports, das andere Team, das P1 Team heißt LMP 1, also mit dem Zusatz LMP 1, aber die Jungs haben bisher als einzige ihr Rennen aufgegeben, weil unglaublich viele Probleme im Rennen aufgetreten sind, sodass die irgendwann gesagt haben, nee, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, wir schlagen uns jetzt hier nicht die Nacht um die Ohren. Und vielleicht steigen sie ja zum Ende hin nochmal ins Auto ein, das können sie tun, wenn ihr Auto wieder nehmen und dann zumindest die letzten Runden wieder mitfahren oder einfach nur die letzte Runde, das wäre sehr schön. So, und in der GTE-Klasse ist eigentlich auch alles mehr oder weniger beim alten All-Star führt. Vor Willis Racing. Und dem Team von Escape Masters. Ja, ich weiß, die Musik läuft noch. Wir mal jetzt noch nach, aber auf dem englischen Stream läuft keine. Aber danke für den Tipp. So, wo haben wir sie? Die Jungs von Escape Masters. Da sind sie. Genau. Und Escape Masters immer noch der Sierrei Pagonia am Steuer. Die haben definitiv ein Problem. Die können nicht wechseln.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der... Jetzt kommt er in die Box. Das beobachten wir jetzt tatsächlich mal. Oh. Das war jetzt falsch. Das wollte ich so nicht gezeigt haben. Oh, ja. Und da haben sie das Auto abgestellt. Das ist... Ja, da haben sie Escape gedrückt. Und die können halt nicht wechseln. Deswegen müssen sie jetzt den Server verlassen. Und wenn sie dann wieder auf dem Server sind, dann haben sie... Ja, minimale Zeitstrafe. Also irgendwas um die 5 Minuten, ein paar Sekunden kriegen sie drauf. Für den Rest, den sie noch bis zur Startziellinie von ihrer Box aus fahren müssten. Ja, da stehen die Simrace-TV-Autos. Man sieht sie gar nicht, ne? Es ist schön. So. Und der Dmitri Isaenko ist jetzt im Auto. Und dann hoffen wir mal, dass die hier wieder gut ins Rennen finden und nicht allzu viel Positionen verlieren. So, jetzt haben wir auch mal wieder einen Tweet abgesetzt. Also 44 von 45 Teams hier sind hier noch im Rennen. Wir sind in Runde 228 und ja, wir werden sehen. Motox ist hier ziemlich safe auf der Position 1 in der Gesamtwertung in ihrem LMP1. Und ja, wollen wir mal gucken, wie das Ganze dann hinterher noch ausgeht. So, wer sind die beiden hier? Pasnicki und Airgene, das ist Simracing PL und Vortex Motorsports. Das sind aber, wie gesagt, zwei verschiedene Klassen. Das sah jetzt gar nicht danach aus. Sorry. Aber ich kann es immer nur wiederholen, wir haben hier ein ziemlich bescheidenes Bild zu moderieren und sehr pixelig und da kann man das schon mal, kann es schon mal passieren, dass man solche Unterschiede nicht erkennt. Sind wir ganz glücklich, wenn wir die GTs von den LMPs schon mal auseinanderhalten können. Das funktioniert weitestgehend, aber die LMPs untereinander, das wird schwer.
Aber wenn ich das richtig sehe, Sim Racing PL ist ganz knapp hinter Federsport Poland. Und da schalten wir doch jetzt mal hin. Genau. Das müsste hier Maciek Pasnicki sein. Und davor fährt Jimmy Dion. Genau. Und die beiden battlen jetzt hier um die zweite Position. Aber ich befürchte mal, Federsport ist da vor gar nicht allzu langer Zeit an SimRacing PL vorbeigegangen. Ganz sicher bin ich mir da zwar nicht, aber dazu passiert hier zu viel nebenbei, als dass ich mich ausschließlich auf den Rennverlauf konzentrieren könnte. Zumindest wenn man hier alleine sitzt. Ah, wir kriegen hier einen Tweet von SimRacingNews.de und beste Grüße in die Moderatorenkabine. Great job. Thank you, guys. Ja. Ja, unser Job, den wir hier zur Crate machen, der ist erstmal, ja, liegt erstmal oder beinhaltet zuallererst so ein bisschen Support hier im Hintergrund im Event. Und ja, so ganz zufrieden bin ich mit der Übertragung heute nicht. Aber gut, es gibt natürlich immer wieder ein paar Widrigkeiten, die uns davon abhalten und darf euch versichern, dass ich mir für das nächste Jahr einen festen Kommentator über die gesamten 24 Stunden in Anführungsstrichen besorgen werde. Ja, da haben wir die Jungs von OGC. So, jetzt werden sie es hoffentlich packen hier an dem Auto von. Jetzt muss ich erstmal gucken. Eieiei. Ja, sie sind vorbei. Francisco Borras, Extreme Racer Endurance, genau. Da mussten wir jetzt erstmal suchen. So, jetzt schaut so aus, ob der Micha nicht mehr. Eieiei. So,
Jetzt haben wir wieder mal alle Strafen resolved. So, wen haben wir da noch? Luis Dalmau und Nikolai Essig in der Box. Das dürfte das führende Team sein. Genau, Sebastian Röhn. So, alle Teams wieder soweit auf der Piste. Nee, die German Racers sind in der Box. Ich hoffe mal, dass das ein normaler Boxenstopp ist. So, meine Damen und Herren, gute Nachrichten. Das Team von Vortex Motorsports LMP1 wird das Rennen wieder aufnehmen. Die hatten, wie der Robin Ricke mir sagte, einen zweistündigen Motorwechsel vorgenommen. Gut, lassen wir das mal so stehen. Das ist natürlich ziemlich großartig. Ich freue mich total, dass die Jungs wieder mit dabei sind. So, wir suchen uns mal die Position raus, wo die jetzt gerade sind. Genau, dann gehen wir da mal hin. Nee, das sind sie tatsächlich nicht. Ich glaube, da muss erstmal einer ins Auto, bevor da irgendwas sich anwählen lässt. Ah ja, jetzt sollte es dann funktionieren. Nee, das haut auch nicht hin. Hab aber eigentlich die richtigen angewählt, glaube ich jedenfalls. Naja, noch ist da niemand im Auto, deswegen kann ich die noch nicht sehen.
Gucken wir mal. So, wen haben wir hier? David Putzke. Ich weiß nicht, fährt er das ganze Rennen alleine? Führendes Team in der P2-Wertung. Und Marco Antonio dahinter. Der es jetzt eventuell schafft, sich in seine Klasse zurückzurunden. Nämlich in die LMP1. So, es ist tatsächlich so, Robin Ricke sitzt jetzt im Auto von Vortex Motorsport, muss jetzt wohl noch die Strafe absitzen, aber das können wir eventuell clearen. Ja, Robin, falls du mich hörst. So, okay, also. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir die Herrschaften finden. Erstmal müssen wir hier wieder ein paar Strafen clearen. Ach. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier, oder? Okay, ich habe den Fehler gefunden, warum alle in der Boxengasse bestraft werden. Es ist ein Limit von 60 Kilometer hinterlegt. Ich hatte extra gefragt. Eieieiei. Okay. Gut, dann werden wir wohl für den Rest des Tages hier jede Menge Strafen rauszunehmen haben. So, das führende Team ist in der Box. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Vortex. Ich glaube, die müssen erstmal Simmers TV überholen. So, da ist er, der Robin Ricke, übernimmt den LMP1 von Vortex Motorsports wieder, blinkt hier auch fröhlich vor sich hin. Wir sagen, ja, herzlichen Dank, Robin, dass das noch klappt. Und wenn wir das wirklich schaffen sollten, dass alle Teams hier die Zielflagge sehen, das wäre natürlich großartig. Gut, zweistündiger Motorwechsel. Ich glaube, das ist ein bisschen länger her, aber macht nichts. Motorwechsel kann dauern. Ich bin schwer begeistert.
Super Sache. Also, alle Teams, alle 45 Teams sind wieder im Rennen. So, jetzt haben wir aber lange genug gezeigt, den Worten. Au, Kuba need help. Okay. Wir suchen hier einen Freiwilligen, der Strafen resolvt. Ja, großartig. Ja, nicht schlecht.
So, wir gucken mal so ein bisschen in das Scoring der Jungs von in der GT-Klasse. Da ist jetzt nicht wirklich eine großartige Veränderung zu erwarten. Der Zweitplatzierte ist momentan in der Box. Da haben wir sie. Das ist das Gilles Racing Team. So, und wir gucken mal ganz kurz zum Führenden, ob das tatsächlich so ist, dass die schon 3 Runden Vorsprung haben. Ne, 2 Runden haben sie. Und den Abstand jetzt von der Position, wo sie momentan sind, bis zur Startziellinie nach hinten gesehen. So, Gilles Racing ist wieder draußen. Ja, genau. Also 2,5 Runden Rückstand auf das führende GT-Team von All-Star Racing. Daniel Hake ist da jetzt am Steuer. Ich denke mal, der macht da jetzt auch, lässt da jetzt auch nichts mehr anbrennen. Aber um die zweite Position, das ist noch nicht safe, ob Gilles das so behalten kann. Also ob das für die sich ausgeht. Wir haben noch ziemlich lange zu fahren und ja, die sind definitiv in derselben Runde mit Simrace 3. Na, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die da wirklich in derselben Runde sind. Das war mit dem definitiv vielleicht ein bisschen voreilig. Weil die fahren ja auch erstmal gerade so auf die Indianapolis zu. So. Yes, wait. Come in support. Da war der Tim eben von VRL Belgium und ja, ein klein wenig Support gemacht. Also auch nochmal hier die Ansage, wenn ihr irgendwelche Proteste habt, dann bitte sendet die per E-Mail, nicht hier irgendwie im Rennen. Wir können es nicht bestrafen, wir haben keine Chance, das die Situation hier anzuschauen. Wir haben keinen Platz für Stewards in unseren Rennen und ich glaube, das ist das geringere Übel, aufs Live-Stewards zu verzichten, aber wir fahren dann lieber mit der maximalen Anzahl von Fahrzeugen, die möglich sind, technisch möglich sind, als dass wir die Plätze noch an Stewards vergeben. Genau, so, das hat sich hier jetzt auch irgendwie jetzt erledigt. Ich muss immer mal rüber gucken in die Race Control.
Ja, wie geil ist das? Also Vortex Motorsports ist zurück mit ihrem LMP1 im Rennen. Ja, das ist schon echt hammerhart, was wir treiben. Jetzt geht da drüben die Kaffeemaschine aus, das ist eine ganz blöde Idee. Vielleicht sollte ich die nochmal schnell zum Leben erwecken, dann spült die nämlich nochmal, bin sofort wieder da. Thank you.
So, da sind wir wieder. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Action sehen. Das wird wahrscheinlich noch drei, vielleicht sogar vier Stunden dauern, bevor es richtig spannend wird. Bevor sich die Strategien zeigen der Teams und wir dann sehen können, wer wo Chancen auf was hat. Ich gehe mal wieder Strafen löschen. Hä? Keine da oder wie? Doch. War ich aber schon. Schon sehr verwirrt, dass da gar keiner in der Box gewesen sein soll. Aber da sind jede Menge momentan. So. Erstmal wieder alles clear hier. R-Factor News Pro Team ist noch in der Box. Das ist momentan das einzige Team. Der gute Marcel Offermanns fährt immer noch. Das ist echt unglaublich. Ja, so sieht das aus hier. Also bis jetzt, bis auf die zwei, drei Vorkommnisse in der Nacht, so von 10:30 bis, ja, bis gegen circa 1 Uhr, wo wir dann doch mehrfach den Server neu starten und dann schlussendlich den Server gewechselt haben, ist eigentlich alles super gut gelaufen. Und ich bin jetzt ziemlich überzeugt, dass dem auch weiterhin so sein wird. Die Herrschaften sind hier wieder im Rennen von Escape Masters, aber sind zurückgefallen bis auf die 6. Position, haben also 2 Runden verloren. Ja, das ist natürlich bitter, aber lässt sich erstmal nicht ändern. Die konnten keinen Fahrer mehr wechseln und jetzt sind sie natürlich erstmal wieder damit beschäftigt, das wieder aufzuholen. Allerdings mit den Rundenzeiten, die der Dmitri Isaenko jetzt derzeit fährt, wird das wohl nichts. Er ist mal locker 3 Sekunden langsamer als das vor ihm fahrende Team von den Top-Teams, mal ganz zu schweigen. Momentan die Alpha Racers mit Abstand die schnellsten in der GT-Klasse. 3:53,8 in der letzten Runde. Allstar sehen wir jetzt gerade keine Runde, also von denen, die keine Rundenzeit, die waren wohl gerade in der Box. Ja, vor 2 Minuten war das. Also die sind in ihrer Outlap aus der Box.
So, momentan mal gerade kein Team in der Box. Das ist natürlich auch schön. Genau, also momentan fährt hier alles so, wie es soll. So, dann wollen wir mal versuchen, hier einen Tweet abzusetzen. So, das haben wir jetzt getan. Mal so ein bisschen das Ranking hier gepostet. So, und jetzt ist MSRF 2 Motorsport P1 in der Box mit Marco Antonio. Das war jetzt ziemlich blöd, was ich da gerade gemacht habe. Mann. So. Da haben wir auch wieder ein Bild. Und da haben wir das führende LMP-Team Notox Racing 1.
Ja, Nikolai Essig hier super schnell unterwegs derzeit mit 3,19er Zeiten. Der hier auf der Piste. Da haben wir ihn, Jung. Der hier für oder hauptbeteiligt ist an dem sensationellen Erfolg, den Uchizi hier heute sehr wahrscheinlich einfahren wird. So, jetzt habe ich gerade irgendwie gesehen, dass die Jungs hier ihre Moderatorenplätze posten auf Facebook. Dann will ich das auch mal tun. So, genau. Okay, OGZ ist in der Box. Und wir werden mal wieder ein paar Strafen entfernen. Ja, MSRF2 Motorsport P1 und Escape Masters haben schon wieder eine Strafe abgefasst, eine Rejoin-Strafe. RF2 Motorsports hat Escape gedrückt und Escape Masters hatten Disconnect, beziehungsweise haben reconnected. Ja, sehr, sehr schade, aber mein Gott. Ich sehe das alles mit einem Lachen, einem weinenden Auge. Die Teams werden, die es gerade betrifft, die werden wohl eher weinen, denke ich mal. Aber letztendlich ist es tatsächlich... So, wen haben wir hier? Ah, okay, den
Christoph Spiller. So, und das müsste sein Matthias Weber. Die haben wir auch bisher noch gar selten im Bild gehabt, die Jungs. Das sind die, ja, ist das Team WUD Multigaming e.V. So, das Problem ist, ich kann vor lauter Strafe noch ausnehmen, hier kaum schauen, wer hier irgendwo wie fährt, mit welchen Abständen. Theoretisch hätte ich jetzt für Sim Racing for Holland die Strafe für Speeding in der Pitlane nicht rausnehmen dürfen. Aber die können ja sachlich gar nichts dazu. Oh, Ferran. Yes. So, wunderbar. Also auf dem spanisch-englischen Stream gibt es wieder eine Moderation in Originalsprache. Das freut uns natürlich sehr. Und ja, hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Ich bin mal gespannt, wie die ihre Pausen gesetzt haben. Das wird wahrscheinlich irgendwie ein 20-Gigabyte-Fall werden, wo ich dann wieder gucken, zusehen kann, wie ich das gesplittet kriege. Aber das kriegen wir vielleicht dann auch hin. Wir haben in 48 Minuten den nächsten Break. Dann können wir den vierten Part zu Daily Motion laden. Wir können ja mal schauen, so zwischendrin, was davon schon sichtbar ist. Part 1 und Part 2 auf alle Fälle. Ja, erstmal muss man hier noch zwei Strafen wieder entfernen. Und dann gucken wir mal. Also. Ne? Oh, was habe ich hier hochgeladen? Das ist definitiv der falsche Part. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Nee. Das ist völlig falsch. Es geht. Genau, wunderbar. Mal gucken. Was? Hallo? Ah.
So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Die Herrschaften verlassen jetzt hier so ein bisschen die Box. Genau, hier haben wir da gerade ein sehr schönes Bild dazu. Ein bisschen chaotisch jetzt alles, aber sind da sehr, sehr vorsichtig. So, ich denke mal, sind jetzt alle soweit draußen. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass die hier auch in ihre Position fahren. Das wird jetzt noch einen kleinen Moment dauern, bis die da alle sind.
Wir hoffen, dass das relativ zügig geht. Wir gucken mal so ein bisschen, wer hier alles unterwegs ist. Sim Racing for Holland haben wir hier, haben wir die ganze Meute. Ja gut, die fahren das natürlich auch sehr, sehr vorsichtig. Das ist mir 10-mal lieber. Wir brauchen hier etwas länger und die fahren ruhig und besonnen in ihre Startaufstellung, bevor die hier Rennen fahren, um möglichst schnell in der Startaufstellung zu sein. Zeit, die man da einspart, das rächt sich wahrscheinlich mächtig. So, Notox Racing stehen als Erste. Haben aber noch ein paar Meter bis zu ihrer eigentlichen Position. So, jetzt stehen sie perfekt. So, jetzt hoffe ich mal nur, dass sie jetzt nicht zu weit gefahren sind. Nee, passt alles. Ja, ich muss sagen, ich bin jedes Mal begeistert, wie gut das klappt mit dieser Startaufstellung. Wäre mir es natürlich 10-mal lieber, wir müssten sie nicht machen, das Ganze würde durchlaufen. Aber, ja, mein Gott, es ist das gleiche wie im realen Rennen. Un Costiello haben wir aller Nasen lang und die dauert deutlich länger in der Regel als unsere Restarts hier. So langsam kommen die hier alle auf ihre Position. Ja, die stehen hier schon ganz brav. Ja, hier sieht man es, glaube ich, am besten. Ja, großartig. So, fast alle da, wo sie hin sollen. Ja, Comunidad JDP, JDTP1 sind jetzt die, die am weitesten zu hinten, nach hinten sind. So, und die müssen jetzt halt noch vor und dann stimmt alles.
So. Und jetzt schicken wir die Herrschaften auf die Reise. Sehr schön. Oh, Carlos Sola left the game. Das ist bitter. So wird er wohl gleich mit einer Rejoin-Strafe anfangen. Das Race ist schon green. So, das ist natürlich jetzt mal ein schönes Bild. Dass wir hier kein Double File fahren, hat seinen Grund. Single File ist hier die bessere Wahl, um Unfälle zu vermeiden. Bei so einem Restart, da sind doch alle ziemlich übermotiviert, weil da fahren auch die GTs da mit dem Mangel rum. Die fahren halt in der Reihenfolge, fahren die den Start, wie sie hinter dem Führenden vor dem Abbruch über Start-Ziel gekommen sind. Und das führende Fahrzeug, das führende LMP1-Fahrzeug von Notox Racing wird das Rennen dann in Kürze eröffnen. So, jetzt geht es hier nochmal durch die Ford-Schikanen und in Kürze wird das Rennen grün geschaltet, nämlich wenn die jetzt hinter der Startziel am Ende der Boxengasse ist die Startlinie und dann geht es los. Nicht übermütig werden, schön zusammenbleiben hier. Die kommen da ganz schön angeschossen. Da hinten haben sie wieder zu viel Platz gelassen. Jetzt müssen sie sich zusammenbremsen und da gibt es auch schon Karambolagen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Bleibt einfach vernünftig zusammen. Und jetzt gleich beginnt der Restart. Und wir sagen, ja, good luck to all. Und ja, wir hoffen, dass das jetzt hoffentlich der letzte Restart war. Schöne Bilder. So, und dann gehen wir natürlich wieder, wenn jetzt hier alle durch sind. Ja, und Notox macht gleich das, was sie immer machen. Sie legen erstmal ein bisschen Abstand zwischen sich und die Verfolger. Und naja, gut, das soll ja auch so sein. Ronnie Hähnel fährt wieder den Restart.
Und ja, dicht gefolgt von Simracing PL in derselben Runde mit den Jungs. Und Federsport Poland mit einer Runde zurück auf Platz 3. RML auf der 4 mit ebenfalls in der Runde mit dem Drittplatzierten. Und was ich jetzt nicht ganz verstehe, sind die 10 Minuten Rückstand hier von Comunidad ChDD P1. Aber das wird sich hoffentlich bald leeren. Ach so, okay, das ist jetzt scheinbar die Gesamtzeit. Ich weiß es nicht so ganz genau, was da jetzt angezeigt wird, aber gut. Ja, zwei Teams haben Escape gedrückt. Escape Masters und Alpha Racers. So, den haben wir jetzt lang genug gezeigt. Hier spielt jetzt die Musik. Hier geht's echt zur Sache. Genau. So, und da haben wir, jetzt kann ich das hier nämlich vernünftig machen. Jetzt gehen wir hier auch wieder. Vom Server. So, und wir haben Time to go, 7 Stunden und 6 Minuten. Das ist jetzt ein bisschen länger wieder geworden. Also nach der Uhrzeit werden wir um 15.39 Uhr fertig werden. Ich denke mal, das ist auch noch vertretbar. Also, ja. So, hier ist natürlich voll was los in dem ganzen. So, wir müssen mal gucken, haben die sich jetzt schon einsortiert? Ja, und die Abstände stimmen auch und alles ist schön. Also wunderbar, so soll es sein. Warum jetzt allerdings die Jungs von OGZ schon an der Box sind, das kann ich momentan nicht nachvollziehen. Da muss es wohl einen Unfall gegeben haben. Das ist natürlich bitter. Die trifft es aber auch wirklich jedes Mal. Ja, hier die ganze Meute im Sturmlauf auf die Mulsanne. Ach nee, kommen erstmal noch eine Schikane zwischendurch. Ja, das ist natürlich, sind das ein richtig heikles Sehen. Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat Unfälle gegeben. Es haben auch einige Teams gefragt, wie das mit den Protesten funktioniert. Aber sehr viele waren es nicht und wir sind guter Hoffnung, dass wir nach diesem Rennen dann das Ganze so
laufen lassen können, dass wir hier keine großartigen Verschiebungen mehr haben. Bei ein, zwei Fällen bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher, aber wir werden das mal uns anschauen, was dann da ist. Das wird allerdings erst am Montag passieren, Montagabend frühestens. Und am Dienstag, Montagabend haben wir ja nochmal einen Broadcast im Porsche GT3 Cup. Also dann am Dienstag, und dann werden wir mal so Manöverkritik machen, was wir anders machen und fürs nächste Mal. Ja, und dann werden wir mal gucken, was uns so zum Jahreswechsel einfällt, ob wir... Oh, da liegen schon wieder Teile. Ja, ob wir das bei dem Race of Champions von All-Star bewenden lassen oder ob wir noch ein 24-Stunden-Rennen reinschieben. Wir werden sehen. Nachdem der Start hier einigermaßen sauber über die Bühne gegangen ist, unterbrechen wir jetzt den Livestream noch einmal und ja, laden dann wieder die Aufzeichnung schon mal hoch. Also bleibt... Oh, da war jetzt irgendjemand, ist da neben der Spur. Das kann ich jetzt nicht genau erkennen, wer das ist. Okay. Ah, Speedmousing. Okay. Was ist denn jetzt los hier? Genau, wir brechen jetzt den Livestream einmal kurz ab und sind gleich wieder für euch da.